Am hellsten Tag, in schwerster Nacht, entgeht nichts meiner Wacht. Wer finstere Mächte sich verspricht, der hüte sich vor Green Lanterns Licht. Aha! Ist nicht gut für kleine Gaufe. Hallo und willkommen, hier sind wir wieder, Lead Gaming mit The Witcher 3. Und mit der Macht von Greenlanders Licht. Mit Annabelle, zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Ein für alle Mal. Ich sehe gar keine Person. Dieser Einfallspinsel hat dir den Kopf verdreht. Aber ein Graham allein macht den Rest nicht gleich zu edlen Menschen. Mein Herr, Bauern, ja, Sie sind durch die Tür in den Turm. Na gut. Klingt schon mal interessant. Gehen wir weiter. Alles voll mit Ratten hier. Ratten. Oh, hier ist wieder so eine Story. Gold! Berge davon! Die Toten brauchen es ja nicht mehr, oder? Oh, komisch, dass es noch hier schon ist. Der Adelsfritze ist schon eine ganze Weile tot. Wer ist da? Komm raus! Ist da wer? Wer bist du? Oh, was war das denn? Okay, naja. Warte mal, das war da gar kein Gold. Wieso hier ist kein Gold? Der hat doch von Gold gesprochen. Jetzt habe ich gehofft, ich finde Gold und dann ist da nichts. So ein Scheiß. Naja, vielleicht finde ich hier was. Truhe. Immer gut. Ja, passt schon. Alles weiß. Was war das jetzt? Na gut. Ich gehe mal weiter hoch in Gruselkabinett. Oder so. Alles voll mit Ratten. Na gut. Wo bist du? Hast du schon das Labor ganz oben im Turm gefunden? Ich bin in der Turmspitze. Ein Labor kann ich hier nicht entdecken. Dann bist du noch nicht ganz oben. Such nach einem Aufstieg. Ja, hier ist wohl eine versteckte Tür. Hm. Hier hat jemand irgendwas über den Boden gezogen. Oder von einer Wand zur anderen. Mehrmals. Ja, eben. Eine versteckte Tür. Hm. Hier hat jemand ich will nicht nochmal gucken. Ich will oder von diese einer Hebel Wand zur anderen. Betätigen mehrmals. Hier. Mal hoch. Nichts gehört. Den anderen Hebel runter. Jetzt habe ich was gehört. Aber da ist immer noch nichts offen. Jetzt habe ich vorhin nicht geguckt. Vielleicht muss ich beide Hebel oben haben. Moment. Gleich mal gucken. Ne, die Tür war nicht offen. Okay. Hebel wieder runter. Anderen auch und vielleicht passiert dann was. Ah, jetzt klingt es nach einer offenen Tür. Jawohl. Ab nach oben. Wer heult hier denn rum? Sieht ja nett aus. Sieht nach Labor aus. Gar nicht schlecht eingerichtet. Er sagt. Oh, hier der Geist wurde heult. Warum hast du mich verlassen? Du sagtest doch, du liebst mich. Nicht, dass ich wüsste. Mir ist so kalt. Warum hat mich niemand gerettet? Ich kann hier nicht weg. Es gibt keinen Ausweg. Wer bist du? Willst doch du mir wehtun? Nee. Vergiftet? Bist du so gestorben? Nein, denn später erwachte ich wieder. Ich war allein. Es war dunkel. Überall waren Ratten. Dutzende. Hunderte. Und ich konnte mich nicht rühren. Ein Schlaftrunk. Die Wirkung war noch nicht ganz vorüber.
Du warst gelähmt. Sie waren überall, am ganzen Leib, wie Insekten. Im Gesicht, an den Händen. Sie rissen mir die Haut ab, krochen in meinen Bauch. Kein schöner Zustand. Sie haben mich zerfetzt und ich konnte nicht einmal schreien. Ja, ziemlich schön. Habe ich denn nicht genug gelitten? Warum kann ich nicht von ihr fort? Ich glaube, du lügst. Die Frage ist nur, warum? Um das Monster zu schützen? Oder etwa... Halt! Ich will es nicht hören! Ich kann dir nicht helfen. Etwas von dieser verfluchten Insel, von einem verfluchten Ort zu entfernen, ist zu gefährlich. Und die Gebeine einer Toten, das bedeutet Ärger. Das heißt zu Recht, Hexer, sein herzlose Bestie! Willst du Graham dann herbringen? Ich muss mich von ihm verabschieden! Annabelle, hör zu. Du wolltest mir von Anfang an nicht helfen. Ich hatte so gehofft, dass sich endlich jemand erbarmen würde. Ja, sie ist das Monster. Eindeutig. So, schnell magische Verlauswahl. Boah. Jetzt greifen mich auch noch die Ratten an. Verdammt, ich muss sie fangen. Soll das jetzt? Na gut, weiter auf sie. Ah, ich hab diese. Ja, ich hab die Ratte im Tage. Toll. Da bist du hässlich. Ist eine Ratte. Was wartest du? So. Krieg die. Nee, ich glaube, die ist verpackt. Ja, eindeutig. Ich schau mir zuerst mal das andere Zeug an. Vielleicht kommt sie in der Zeit da raus. Ja, ja. Menschenexperiment. Ich hoffe. Damit wäre er nie durchgekommen, wenn es die Kammer noch gäbe. Sieht aber echt interessant aus, so. Also, interessant, ja. Also, wie man es nimmt, ne? Ist hier noch was? Nee. Von der Treppe nach oben. Mal gucken. Dum, 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 dum. Ich finde die Lampe so toll. Sieht einfach toll aus. Echt genial. Aber hier oben scheint nichts mehr zu sein, oder? Ja. Waren bis zum Schluss da drin. Was für eine beschissene Art zu sterben. Er bringt's auf den Punkt. Ich finde das immer wieder toll. Ganz klar und deutlich, echt eine beschissene Art hier zu sterben. Komme ich hier hoch? Nee, auch nicht. Schade. Dann wieder ab nach unten. So, jetzt hoffe ich mal, dass sie sich wieder entpackt hat. Und weiter kann. Oh, schon wieder Ratten hier. Sehr elegant, wie ich sie jetzt alle getötet habe. Muss ich schon sagen. Nein, sie ist immer noch hier. Vielleicht bringt es was, wenn ich vorlaufe. Mal gucken. Na komm. Nee, irgendwie. Ich kann sie auch nicht mehr schlagen. Funktioniert gar nichts. Nee, klappt alles nicht. Vielleicht weiter vorlaufen. Ratten! Hier sind keine Ratten mehr. Wieso schlage ich so oft? Ich weiß es nicht. Ich bin teilweise einfach... Ach. Ja. Vielleicht mit dem Feuerzauber so rausbrennen. Nee, funktioniert nicht. Glaube, ich muss das Spiel neu starten. Also, bis gleich. So, jetzt bin ich hier wieder. Und jetzt stirb. Ah, jetzt geht sie schon wieder runter. Okay. Und diesmal geht sie runter. Ja! Ich kann nach unten. Auf, auf. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Außer ihre Geschwindigkeit. Sie ist ein bisschen lahmarschig, kommt mir so vor. Ja, komm, lauf. Schneller. Ja, jetzt geht sie wieder so schnell los. Schneller. Nichts kann mich mehr aufhalten, sobald du unten bist.
Doch, der Stuhl hier, der hält mich auf. Gut, super gemacht. Da. Alles voll. Oh. Nee, ist nur ein grafischer Bug. Puh, dachte schon, ich muss nochmal neu laden. So, wo ist sie jetzt? Komm her. Jetzt zeige ich dir, wo es lang geht. Autsch. Ich hab mich vergiftet. Ah. Aber trotzdem. Die krieg ich. Wo ist sie jetzt? Ah, da. Ja, komm her. Du kannst mich nicht helfen. Du kannst mich nicht töten. Boah. Hat sich angehört, als würdest du selbst zu einem Geist werden. Ich musste mich mit einer Pest herumschlagen. Eine Pest? Und hat sie dir verraten, wie der Fluch gebrochen werden kann, bevor du sie mit dem Schwert niedergemacht hast? Ja, boah. Wir haben ein wenig geplaudert. Ich muss wohl ihren Geliebten auf die Insel bringen. Einen Fischer namens Graham. Den kenne ich. Er liegt in Erzdorf, dem Dorf am Seeufer. Dann auf! Such ihn sofort auf! Wir haben es ja, fast geschafft, ich hab's ja im Sinn. Oh, ist das nicht schön, teilweise einfach entspannt mit dem Bötchen zu fahren, die Landschaft genießen. Aber wie die ganze Sache ausgeht, das seht ihr das nächste Mal bei Lead Gaming. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.